Für was brauchst du Feng Shui? Jeder Mensch ist mit seinem Raum verbunden, ob er möchte oder nicht. Jedes Zimmer, jede Umgebung prägt uns und wirkt sich auf uns aus. Und darum ist Feng Shui sehr wichtig. Also ich kann ein kleines Beispiel nehmen. Also zum Beispiel ist es ja so, dass wir gerne in unserem Schlafzimmer schlafen sollten und eigentlich durchschlafen. Jetzt ist es so, dein innerstes Gefühl ist, dass du eigentlich nicht gerne ins Bett gehst. Nein, ich mag nicht gerne in mein Schlafzimmer gehen, ich mag nicht gern schlafen. Und wenn ich im Bett bin, oh, da dreht sich bei mir immer alles, meine Gedanken, ich komme irgendwie nicht zur Ruhe. Das heißt, aber dein Intellekt, deine Gedanken sagen, du musst ins Bett gehen. Es ist irgendwie so, dass du sagst, naja, ich habe ein Schlafzimmer, darum muss ich dort auch schlafen. Also das heißt, einmal ist es dein Kopf, der eigentlich entscheidet, aber dein Bauchgefühl sagt, nee, da will ich gar nicht hin. Und jetzt geht es eigentlich darum zu erkennen, was ist der günstigste Bereich für dich, welches Zimmer ist günstig für dich. Deshalb ist Feng Shui ganz wichtig. Denn im Feng Shui können wir natürlich ganz genau erkennen, welcher Raum hat welche Wirkung, welcher Raum passt ganz genau zu dir, deinen Emotionen, deinem Körper, deinem Sein. Und wenn du von Anfang an schon ein Bauchgefühl hast, das ist eigentlich nicht der richtige Raum, dann hast du eigentlich schon richtig entschieden. Aber dieser Kopf, der Verstand, der sagt uns immer, wir müssen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, Feng Shui ist Intuition. Also es sagt uns ja schon eine Intuition, ob wir jetzt da einen guten Raum haben oder nicht einen guten Raum. Aber wir wissen nicht, was kann ich jetzt ändern? Wie kann ich jetzt was verändern, um dass der Raum für mich in Schwingung, in Gleichklang kommt? Also im Feng Shui geht es immer darum, zu erkennen, in welchem Raum bin ich. Sitze ich? Arbeite ich? Schlafe ich? Bewege ich mich? Denn es ist ja manchmal so die Frage, wer war als erstes? War es der Raum oder warst du es? Und meine Antwort dazu wäre, du kreierst den Raum aus dir heraus, aus deinem Innersten, was in dir ist. Und darum können wir sehr gut im Feng Shui an den Raum lesen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Situation hast, du hast Angst oder du hast eine schwierige Phase in deinem Leben, so spiegelt sich das Ganze wieder in deinen Räumen. Aber du weißt nicht, du kommst nicht raus aus dieser Situation. Dann gehst du zum Arzt, vielleicht lässt er Tabletten verschreiben, vielleicht gehst du zum Coach, willst du irgendwie dein Mindset verändern. Aber dein Mindset, gut, du arbeitest dran, du bewegst was in deinem Leben. Aber was verändert sich nicht, ist dein Raum. Also das heißt, du hast ihn ausgelassen, hast ihn vergessen. Du kommst sozusagen wieder in die gleiche Hülle zurück, die du schon kreiert hast, als du vielleicht in nicht so einer guten Situation warst. Manchmal ist es auch so, dass wir in Situationen sind und wir verändern dann den Raum. Wir ziehen vielleicht um oder wir wollen die Zimmer erneuern. Wir spüren irgendwie, irgendwas ist nicht ganz richtig, gell? Und dann heißt es natürlich, weil innen sich etwas verbessert oder verändert hat bei dir. Deshalb willst du den Raum verändern. Die Frage ist nur immer, wie soll ich denn Raum, das Zimmer, das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer, wie soll es denn sein? Was ist denn das Beste für mich? Denn wenn die Umgebung außen dich prägt, so wäre es doch toll, wenn du punktuell ganz genau wissen würdest, das muss ich jetzt tun, um das zu erreichen. Das ist wichtig für mich, um genau diese Schritte für mich vielleicht in eine neue energetische Ebene zu kommen. Vielleicht nicht mehr ganz unruhig zu sein oder besser schlafen zu können oder genau zu wissen, in welche Richtung es in dein Leben hingeht. Vielleicht weißt du schon, irgendwie ganz unten drin ist so ein kleiner Kern, der das sagt. Aber dann ist außen die Stimme, oh, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das geht ja nicht, das will ich nicht, das muss ja so sein.
Aber wenn du auf deine innerste Stimme hörst, so kannst du alles erreichen, was du möchtest. Und da kann dir Feng Shui dabei helfen. Denn wenn du den Raum veränderst, veränderst du deinen Schwung nach innen. Zum Beispiel, du schläfst nicht gut in deinem Zimmer. Also du gehst in dein Zimmer schlafen, du fühlst dich gerädert, einen Tag, zwei Tage, eine Woche, oh, du hast so schlecht geschlafen. Das heißt, diese Emotion, die drückst du aus. Du wirst dadurch reizbarer, vielleicht aggressiver sogar, missstimmiger, vielleicht energieloser. Und der Gegenüber von dir, der spürt das, der erkennt das. Oh, da kommt ja jemand, lieber weg, die ist ganz aggressiv oder der ist ganz, oh, da will ich gar nicht hin. Also das Thema ist, du strahlst es aus und die anderen reflektieren dir das, was in dir ist. Also stell dir jetzt mal vor, du würdest gut durchschlafen. Tja, du wachst in der Früh auf, brauchst keine Tassen Kaffee, sondern du bist voller Energie und ganz bei dir. Du weißt, wohin es geht. Ja, weil du gut durchgeschlafen hast, weil dein Raum, der dich prägt, dich unterstützt, der dich hat dich gestärkt. Deshalb ist Feng Shui ganz wichtig. Ich rate dir, Feng Shui anzuwenden, denn es ist so wertvoll und so wichtig. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und alles Gute von ganzem Herzen.